Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit Special Guest Number One, Siki. Siki, aka Maurice, hier am Start in Hamburg. Und die gute Annika. Das war zu viel des Guten. Und ihr habt schon den Titel gelesen. Heute darf ich, werde ich, KTM XC 450 vom guten Maurice ein bisschen vergewaltigen. Also reine Probefahrt. Und beim nächsten Mal kann ich euch jetzt schon mal ein bisschen anteasern. Werden wir über das Thema Wheelies im Straßenverkehr reden. Sind Wheelies erlaubt? Ja? Nichts zu sagen, machen wir morgen. Ja? Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Du darfst natürlich gerne meine 350er fahren. Ich habe keine Ahnung, ob die angehen wird. Das kannst du gerne mal probieren, mein Lieber. Oh! Ein Händchen hat er dafür. Ich wollte gerade sagen, da hast du aber einen echten Händchen für. So, erzähl mir mal kurz was zu deinem Bike. Wir haben hier eine KTM XC 450, Baujahr 2000 und 2017, komplett auf Supermoto umgerissen. Und was ich erstmal sagen muss, diese Farbe leuchtet so pervers krass. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vielleicht jetzt im Vergleich, keine Ahnung, wie es auf der GoPro aussieht, aber meine Karre leuchtet nicht so stark und ich hätte nie gedacht, dass das jemals passieren wird, leuchtet nicht so stark wie die KTM EXC von Maurice. Das ist so eine Art Neon-Orange, aber es geht mehr Richtung Rot, richtig? Wie ein Krankenwagen, ja, nur noch auffälliger in dem Fall, weil du hast hier auch noch Chrom-Applikationen, richtig geil mit dem Namen, du hast einen Carbon-Tank, richtig nice und natürlich, warte mal, hattest du nicht eine Motomaster? Könnt ihr mal den Vergleich sehen, das ist die originale Enduro-Bremse, ziemlich klein. Hier im Vergleich die große Motomaster Wavebremsscheibe. Wir haben hier nämlich eine schöne Acra Aqua Tüte. Ja, die macht ordentlich Krach. Sogar mit Debeta, also halbwegs legal für den Hamburger Gebrauch. Hat sogar eine E-Nummer. Also wir sind, könnte man sagen, legal unterwegs. Gut, also nee, nicht wirklich, weil hier fehlt auf jeden Fall der Spiegel. Der hier ist eindeutig auch zu klein. Sind jetzt auch nicht die neuesten, aber das tut ja nichts zum Ding, weil an sich muss ich sagen, mega geiles Teil. Und ich freue mich auch jetzt schon, die ersten Meter damit zu fahren. Sitzbank hast du auch eine andere draufgezogen, ne? Die kenne ich noch gar nicht. Gefällt mir aber auch sehr, sehr gut hier mit den orangenen Nähten. Ziemlich nice und natürlich ganz wichtig, dass ihr hier diese Stoppfunktion habt. Weil du kennst es bestimmt, wenn man Wheelies macht und keine vernünftige Sitzbank hat. Gerade beim Circlen, man rutscht und rutscht und rutscht. Und man braucht diesen Grip, man braucht die Position. Sonst verändert sich immer der, genau, sonst verändert sich immer wieder der Schwerpunkt. Und die Wheelies fallen total schwierig. Ich würde sagen, springen wir auf und düsen eine Runde. Schon mal ein dickes Dankeschön, dass du mir deine Karre hier anvertraust. Sehr gerne. Du bist ja tatsächlich schon mal im Stahl weggefahren, weißt du noch? Ja, das stimmt, aber nur so ein paar Mal auf und ab. Ja, das stimmt. Nicht so ausgiebig. Boah, ist mein Panzer hier. Oh, Panzer, Alter. Also die ist schon leicht, die Karre eigentlich. Nein, das war ja ein Witz. Boah, ich hab mir richtig Wheels. Ja, ich auch. Ich habe keine Wheelie geschafft. Ich habe nur ein Viertel Gas gegeben und schon ist das Ding durchgedreht. Vor allem, wir haben ja gerade einen neuen Reifen draufgezogen. Also genau, stimmt. Der ist nagelneu. Also ja. Du wirst Wheelspin haben, also pass auf beim Aus- den Kurven fahren. Oh, ein bisschen driften kann ich ja. Ja, ich habe keine geile Bremse vorne, also. Hä? Ja, ich wollte nur ein Wheelie machen. Jetzt geht's! Jetzt ist der Reifen warm. Kurz Rolling Burnout, Freunde, und zack, ab geht die Luzi. Boah, hier mit neuem Reifen. Deine hat ja mal richtig wenig Power. Sorry, dass ich das so sage, aber. Ja, aber dafür mehr Grip als dein Hinterreifen. Ja, das mag wohl sein. Ja, der Motor macht auch nicht mehr so lange mit. Komm, hol mal Wheelie. Let's go! Also deine hat schon enorm viel Leistung. Ja, man spürt schon. Definitiv. Ne? Definitiv. Unfassbar, wie die aufs Hinterrad geht. Und so sanft, also, oder? So super smooth einfach. Ja, einfach nur mit Gas und dann zack ist sie direkt am Kipppunkt. Und jetzt auch mit den neuen Reifen kannst du sie halt so super lenken. Ja, mega. Es macht einfach nur Spaß, damit zu fahren. Wir können mal da vorne auf den kleinen Übungsplatz, weil ich würde gerne versuchen, den einen oder anderen Circle zu machen. Und vor allem langsame Wheelies, das interessiert mich jetzt. Langsame Wheelies gehen auch richtig gut mit dir. Okay, ja, dann fahren wir mal hier rechts drauf. Achtung, hier. Yes. Piep, piep, piep. Beziehungsweise gehen deine Blinker eigentlich? Müssten gehen, ne? Manchmal gehen die. Ich weiß nicht. Manchmal gehen manchmal. Die, beste Aussage. Wirklich, manchmal gehen sie nicht. Jol, liegt einfach ein Auspuff oder was ist das? Von deinem Lotus. Da. Den habe ich nämlich auseinandergebaut. Oh nein, du Arsch. Aber versuch nicht zu schleifen. Versuch nicht zu schleifen. Das sagst du einem David Boss. Ja, ja. Also kannst nicht sagen dürfen. Bei mir kannst du gar nicht so schnell schleifen. Du hast deine Kupplung extrem weit hinten, ne? Den Kupplungspunkt. Kann sein. Darf ich den ein bisschen verstellen? Ja, verstell mal. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe die richtige Richtung gedreht. So. Oh ja, das fühlt sich schon besser an. Kann ich auch gleich ein paar Circles machen. Boah, mit neuem Reifen, alter Schwede. Ich finde die Gasannahme ziemlich geil, muss ich sagen. Sehr direkt, ne? Ja.
ja. Das sieht ja aus wie auf deiner. Unfassbar. Unfassbar, wie gut. Das wirkt die ganze Zeit ab, aber das ist das Thema, weil wir die unterschiedlich eingestellt haben, die Kupplung, ne? Ja, meine läuft aber auch nicht so geil. Das sieht so witzig aus bei Maurice. Wie findest du von der Gasannahme? Ist sie ziemlich aggressiv eigentlich, oder? Für eine 350er? Übel, das wollte ich eben schon sagen. Ich komme damit irgendwie gerade gar nicht so klar. Deine ist gefühlt sanfter am Gas als meine. Guck mal, die fällt so durch. Hier auf dem Trockenen, ja oder so. Guck und ich wirke die ganze Zeit ab. Komm, circle mal um mich rum. Boah, so gekonnt einfach. Ja. Boah, deine läuft unfassbar gut. Die läuft so schön. Also ich komme mit deiner gerade besser klar als mit meiner Maschine. Glaubt ihr das? Ich hab gedacht, dass ich das sage. Also die, hier harmoniert irgendwie das Gas und irgendwie, weiß nicht. Habt ihr das gesehen, wie sanft es war? Habt ihr das gesehen? Ja. Guck mal, richtiges Trauerspiel hier mit deiner. Oh Mann. Oh Gott, wenn die jetzt nicht mehr angeht. Ah, da ist er doch. Böses Mädchen, böses Mädchen. Ich bin begeistert von dem Fahrzeug gerade. Sollen wir tauschen, Maurice? Sollen wir wieder tauschen? Ich meine, also dauerhaft. Ach, dauerhaft? Ja, ja, also du kriegst meine, ich krieg deine. Dann wäre es ja deine erste KTM. Ja, das stimmt. Und das wäre dein erster kaputter Motor, Maurice. Ja, geiler Tausch. Fair. Oh, jetzt dachte ich gerade. Oh Mann! Ich würg dir die ganze Zeit ab. You spin me right round, baby, right round. Da, 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 round, 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 round. Wisst ihr, wie witzig das ist, von hier zu sehen? You spin wie zwei Idioten auf dem Spielplatz, ja, oder? Ja, du hast so richtig Spaß und Maurice, der hat so ein Zeit. Warte, ich will jetzt mal zeigen, dass ich das trotzdem kann. Gib mir mal mein Moped. Ja, okay, komm. Das Problem ist, du willst ja halt immer aus dem Stand raus. Holen, ne? Ja, ich zeig dir, was ich machen wollte. Warte mal kurz. Also wirklich, Maurice, mal ganz kurz, ja. Was ich sagen muss. Ja. Erstmal dicken Respekt, dass du selber so ein geiles Design auf die Beine gestellt hast, weil, das wissen die meisten nicht, das hier, all das, was auf dem Bike zu sehen ist, hat kein Grafiker erstellt, beziehungsweise hast du erstellt. Genau, das habe ich selber gemacht. Du bist ja jetzt eigentlich kein gelernter Grafiker. Nö. Und du hast, das hast du mir vorhin gesagt, wie lange an dem Dekor gearbeitet? Boah, es waren Monate. Natürlich nicht jeden Tag von morgens bis abends, aber jeden Tag mal zwei, drei Stunden. Und da probiert man natürlich viel aus, bis man so ein fertiges Ergebnis hat, wo man sagt, das kommt jetzt hier drauf. Das ist heftig, ich hätte nicht so eine Geduld. Wirklich. Ja, muss man echt Geduld haben. Vor allem das Programm erstmal lernen. Das ist ja auch sowas, ne? Du hast Illustrator. Deine Ideen im Kopf, aber du musst das ja auch digitalisieren. Eben, man muss sagen, bei dem Design selber jetzt, es ist eigentlich sehr minimalistisch, aber die Linienführung ist halt genau gesetzt. Also weißt du, was ich geil finde? Das Motorrad, das hier allein, hier. Die weiße Linie geht bis die orange Linie geht hier einmal durch, siehst du? Ja. Bis nach hinten. Das finde ich so, ist das Highlight. Oh, jetzt macht Maurice hier die Circles. Unfassbar, mit deiner geht das so gut. Guck mal, jetzt fällt auch nicht aus. Krass, wie weit hinten du sitzt. Unglaublich. So, jetzt probiere ich das mit meiner 350er. Jetzt hast du die Kupplung so verstellt. Guck mal, wie langsam ich es mit meiner hinkriege. Circle ist auch kein Problem. Ach man, ich bin traurig. Das ist auch mal. Nein, warum Annika? Ich will auch mit meiner mal wieder fahren. Oh. Leute, lass Annika mal bleiben. Oh, da. Ein Oh. Ja, genau. Schreibt mal unter das letzte Foto von Annika. Ich verlinke sie unten in der Beschreibung. Oh. Mach das einfach mal. Kleiner Kommentar an der Stelle. Du kannst dir aber gerne eine aussuchen. Also fahr jederzeit hier mit meiner Karre gerne. Ja, ja, ich will wieder mit meiner fahren. Ist halt lieb. Was macht er denn jetzt? Jetzt dreht er vollkommen am Rad. Okay. Schlecht, mein Lieber. Warte, probieren wir es nochmal. Das sah ziemlich cool aus, muss ich sagen. Alter, voll anstrengend. Puh. Warte, zweiter Gang, was sagst du? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie so gemacht wie du gerade. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß auch nicht. Nee, erster. Ja, ja, come on, come on, push it. Push it. Wow. Alter! Wahnsinn, seit wann kann der Typ das? Das hat er doch geübt. Das habe ich nicht geübt. Das hat er doch geübt. Ich habe eine Idee. Ja. Ich habe eine Idee. Wir machen noch einen kleinen Abschlussvideo hier über die schöne Kühlbrandbrücke. Was hältst du davon? Können wir machen. Ja, komm, dann let's go. Mach dir das Kennzeichen dran und dann auf geht's. Auf hier auf. Aber schön nebeneinander, wie in guten alten Zeiten, mein Lieber. Yes!
Und auch an der Stelle kann ich das noch ein bisschen ansprechen. Ich brauche definitiv für meine Maschine, ich liebe die, aber ich brauche einen neuen Motor und vor allem noch wichtiger, ich brauche ein neues Mapping, weil eigentlich, und das weißt du ja selber auch, Maurice, eigentlich fand ich die 450er Modelle, dadurch, dass sie nur eine Nockenwelle haben, also unter anderem, meine hat ja zwei, fand die sich eigentlich ein bisschen bissiger, ein bisschen aggressiver als die 250er und 350er Modelle. Ja. No? Das heißt, dass meine so bissig ist und hier und da mal ausgeht, das sollte eigentlich nicht sein. Der Motor, ihr könnt das ja sehen, ist vielleicht Vorführeffekt, Achtung. Ja, man hat es gesehen. Ne? Der qualmt relativ blau, also er macht nicht mehr so lange. Ich habe da schon mit Medusquana gesprochen, vielleicht kriege ich da ein bisschen Support, aber das wird sich noch klären, weil es ist natürlich eine alte Lady, Baujahr 2014, wenn ich mich recht entsinne. Also es ist ja eigentlich nicht alt, aber man muss dazu sagen, es ist eine Wettbewerbsmaschine. Ne? Genau, ne? Und eigentlich werden nur die aktuellen Modelle richtig mit Support befeuert. Ja. Mal sehen, wer weiterkommt. Oh, ja. Schweres Battle. Oh, geil, Mann. Woo! Hab ich das vermisst. Boah, sieht das schön aus. Boah, windig. Ja, das wird anstrengend. Also wenn du schaffst es weiter. Ich gebe jetzt schon aufgefühlt, Alter. Wenn du es bis auf die andere Seite schaffst, bist du gut. Oh. Schaffe ich nicht. Doch, komm, zieh durch. Boah. Einfach durchziehen. Schön das Gewicht in den Po verlagern. Du musst die ganze Zeit so voll kämpfen. Boah, das muss ich auch auf jeden Fall lernen. Das ist gut zu regulieren. Es ist halt ein super Training. Also wenn man im Wheelie die ganze Zeit so hart regulieren muss, weil der Wind einen nach links und rechts schiebt, ja, dann trainierst du die Balance unfassbar gut. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus bei euch. Boah, ich kann nicht mehr damit. Komm, mach weiter. Mach keinen Scheiß. Komm, ganz ruhig. Ne. Wo ist denn das am meisten anstrengend, Maurice? Mein Unterarm. Echt, ja, trotzdem übel gut. Das war schon echt lang. Boah, jetzt ist das richtig schlimm mit dem Wind. Ja, Mann. Boah. Warte, ich folge dir gleich wieder. Alter, David eskaliert wieder. Übel bei dem Wind, das war hier kein Wind. Boah, das sieht schön aus. Ist schon echt tricky gerade, aber ich krieg's hin. Boah. Boah, ich hoffe, man versteht was in der Aufnahme. Es ist so windig. Doch, ich bin trotzdem. Oh, pass auf, hier kommt Auto gerade rechts. Ja. Boah, wie David am Kämpfen ist mit dem Wind. Boah, alter Schwede, Alter. Junge, das sieht so krank aus. Yes! Guck mal, der Autofahrer, er feiert's komplett. Ja, sehr geil. Oh, komm her, mein Lieber. Brille. Alter Schwede, das war echt anspruchsvoll. Das war krass. Boah, das war also oben, da kam, wo du gerade gesagt hast, Annika, da wird's richtig windig. Ja. Da war's echt sau tricky. Okay, Leute. Ja, wenn es am schönsten ist, sollen wir Schluss machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden jetzt hier noch gleich in den Sonnenuntergang ein bisschen wheelen. Lasst dem guten Siki und der guten Annika ein Abo da. Lasst dem Video ein Like nach oben da für den Algorithmus und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Und an der Stelle, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht schnell!